Dezember 2015. Hier spricht wieder eure Medimikro. Heute noch in Deutschland, aber irgendwann muss ich vielleicht auch auswandern, wenn ich weiter über Borreliose spreche. Ja, wir haben es also jetzt mittlerweile Dezember und irgendwie wird es ziemlich heiß unter unseren Füßen. Wir schicken unsere deutschen Soldaten nach Syrien. Und wir haben ziemlich viele Flüchtlinge in unser Haus. Naja, okay. Also, heute möchte ich mal über die Therapie der Borreliose sprechen. Und zwar über 4 Antibiotika. Und zwar über das Azithromycin, über das Ceftriaxon, über das Amoxicillin und über das Doxycyclin. Das sind alles 4 Antibiotika, die ich sogar witzigerweise schon mal genommen habe. Das ist aber eigentlich eher ein bisschen Zufall, weil ich das ja aus einer Doktorarbeit habe. Und diese Doktorarbeit heißt In vitro Sensibilität von Borrelia burgdorferi sensulato gegenüber 4 Antibiotika. Ein Vergleich der Genospezies, und da zähle ich jetzt mal auf, Borrelia afzelii, Borrelia garinii und Borrelia burgdorferi senso stricto. Also Borrelia burgdorferi im engsten Sinne, und dann haben wir halt noch den afzelii und den garinii. Und das wurde vorgelegt von einem Martin Sicklinger. Ich hoffe, dem geht's gut und ich hoffe, der hat seine Karriere dann auch ein bisschen noch ausbauen können. Und es ist sehr, sehr schwierig, aus einer Doktorarbeit zu zitieren und sie nicht im Gesamten natürlich vorzulesen. Und daher habe ich immer so Ausschnitte gewählt, die ich jetzt irgendwie ganz spannend fand. Und ich fange mal an. In den späten 40er Jahren testete Holström auch beim Erythema migrans, also der Wanderröte, erfolgreich die Effektivität einer Penicillintherapie. Und in unserem Versuch später kommt dann das Amoxicillin zu tragen. Und dann kommt ja immer dieselbe Geschichte. Willi Burgdorfer untersuchte im Herbst 1981 mehrere erwachsene Schildzecken und fand auffallend lange Spirocheten, die ihn an den Erreger eines durch Lederzecken übertragenen Rückfallfiebers, Borrelia dotonii, erinnerten. Das wird übrigens häufig erzählt, dass er lange Spirocheten gefunden hat. Und zwar burgdorferi wird ja bis zu 30 Mikrometer, sagt man. Also auch die Eingaben ein bisschen schwankend, aber 30 Mikrometer ist eine ganze Menge. Ihr müsst euch vorstellen, ein rotes Blutkörperchen sind so 8 oder sagen wir mal so 7,5, 7,6, so aufgerundet 8 Mikrometer. Und wenn man dann eine Borrelie von 30 Mikrometern vor sich sieht, das ist ja schon ein bisschen mehr, aber die wachsen ja auch. Na gut. In einem von Kelly 1974 zur Anzüchtung von Borrelia hermsii entwickelten flüssigen Nährmedium, das in den folgenden Jahren von Dingsbums den Mitarbeitern Burgdorfers weiterentwickelt worden war, gelang es 1981 erstmal, die aus Zeckendärmen gewordenen Spirocheten anzuzüchten, die man später als Borrelien klassifizieren konnte. Sie wurden 1984 Willi Burgdorfer zu Ehren mit der Speziesbezeichnung Borrelia burgdorferi versehen. Darauf muss ich jetzt nicht weiter im Grunde genommen eingehen. Mir ist nur wichtig, dass man immer von Spezialmedien spricht und immer flüssig. Da müsst ihr mal drauf achten. Also die meisten Bakterien werden ja ausplattiert auf eine Petrischale, bei Borrelien nicht, also bei Spirocheten generell nicht. Ja. Borrelia burgdorferi kann grundsätzlich entweder aus dem Zeckendarm oder Biopsiematerial wie infizierter Haut, Gelenkflüssigkeit, Blut oder Nervengewebe gewonnen werden. Okay, das ist auch in einer normalen gängigen Arztpraxis nicht so typisch. Also natürlich Blut, ja,
Aber das macht man meistens ja nicht, das macht man ja meistens über diese Antikörpertests und deswegen auch nicht direkt. Und Synovia ist die Gelenkflüssigkeit und Nervengewebe. Das findet zwar mal statt, aber nicht so häufig. Das Material sollte so schnell wie möglich in eine Puffer- oder Kochsalzlösung gegeben und dann in das Nährmedium verbracht werden. Okay, also wieder in eine flüssige Flüssigkeit, in ein flüssiges Nährmedium, damit sie gut ernährt werden. Das muss natürlich sehr steril sein. Optimale Wachstumsbedingungen sind bei 30 bis 35 Grad gegeben. Wegen der langen Generationszeit von Borrelia burgdorferi kann eine Inkubationsdauer von 3 bis 5 Wochen erforderlich sein. Das sagt man uns immer, aber ich glaube das nicht so ganz. Zumindest müsste, wer sich dafür jetzt interessiert, nochmal Bela Bosic, Dr. Bela Bosic irgendwie im Internet eingeben, Dual Dua. Dann findet man das Patent, das ist mittlerweile frei zugänglich und dann kann man das auch nachbasteln. Da geht es ein bisschen schneller. Also man muss nicht 3 bis 5 Wochen warten. So. In einer weiteren Untersuchung konnten aus Haut oder Liquor von 6 Patienten trotz mehrwöchiger Therapie mit Penicillin, Doxycyclin oder Ceftriaxon Monate später Borrelien isoliert werden. Das ist ja nicht unwichtig. Also erstmal, die Borrelien wurden isoliert und nicht die Antikörper. Also denkt dran, immer wenn ich Borrelien isoliere, dann habe ich mit einem Mikroskop gearbeitet. Okay, es sind 6 Patienten. Also man kann das ein bisschen kritisch auch betrachten. 6 Patienten sind nicht besonders viel. Und was wollte ich noch sagen? Achso, und Monate später, da würden jetzt Kritiker sagen, ach, der Patient hat sich wieder neu infiziert. Man kann ja immer jede Studie auch zerreißen. Das wäre jetzt so die typischen Zerreißungsmethoden wahrscheinlich. Wo waren wir denn jetzt? Jetzt muss ich weiter. Okay. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen, ich lese jetzt nicht die Namen vor, Hunfeld, Dingsbums und so, die ebenfalls auch nach längerer Gabe von in der Borreliose-Therapie gängigen Antibiotika noch lebende Spirocheten anzüchten. Also, ich habe es nochmal ganz kurz. Zu ähnlichen Ergebnissen ist man jetzt gekommen, die ebenfalls auch nach längerer Gabe von in der Borreliose-Therapie gängigen Antibiotika konnte man da noch lebende Spirocheten anzüchten. Und ich habe euch immer die Literatur unten hier reingesetzt. Notfalls müssen wir mal einen Snapshot machen oder so, wenn das überhaupt interessiert, wenn da sich jemand überhaupt für interessiert, damit wir das irgendwie voreinander bekommen. Also nur damit man sieht, dass ich mir das ja nicht ausdenke alles. Also die gängigen Antibiotika, und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, also Doxycyclin ist ja so ein bisschen das Mittel der Wahl. Ceftriaxon gibt man bei Neuroborreliose ganz häufig. Da kommen wir jetzt gleich noch dann darauf, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und das Penicillin, in der weiterfolgenden Literatur findet man das Wort Amoxicillin dann. Das wird dann so unter Duphamox oder so vermarktet. Ich kenne das tatsächlich in der Tiermedizin, dass man borreliosekranken Hunden dann Amoxicillin gibt. Aber da kommen wir, wie gesagt, noch hin. Das Center of Disease Control in Atlanta hat den Begriff Lyme-Borreliose folgendermaßen definiert. Eine Lyme-Borreliose liegt dann vor, wenn ein Patient an einer Wanderröte erkrankt, selbst wenn die Infektion noch nicht serologisch gesichert ist. In den Stadien 2 und 3 muss zusätzlich zu den jeweiligen Symptomen ein indirekter oder direkter Erregernachweis mittels serologischer Testung oder Anzüchtung von Borrelia burgdorferi sensulato gelingen. In dieser Doktorarbeit geht es jetzt darum, dass man die Erreger mit einem Mikroskop überprüft.
Daher versucht man jetzt im Vorfeld uns sowieso schon mal zu erklären, dass das Mikroskop gut ist. Das ist ja auch mein Standpunkt. Aber in anderen Doktorarbeiten, wo es dann um Antikörpertests geht, werdet ihr genau das andersrum erleben. Da macht man natürlich das Mikroskop mehr runter. Das ist aber jetzt trotzdem nicht ganz uninteressant. Also erstmal, wenn ihr ein Erythema migrans, also eine Wanderröte habt, steht ja jetzt hier, dann habt ihr Borreliose, also Lyme-Borreliose. Und wenn ihr irgendwie komische Symptome habt, dann geht man schon vielleicht so Richtung Stadium 2 oder 3, dann braucht ihr einen indirekten Test, das wären die Antikörper beispielsweise, oder einen direkten Erregernachweis. So, und das ist ja dann wirklich wieder das Mikroskop. Eine weitere Möglichkeit besteht im direkten Erregernachweis. So, jetzt komme ich auf den direkten Erregernachweis nochmal ganz kurz. Die Borrelien werden aus Blut, Liquor oder Gewebematerial angezüchtet und unter dem Dunkelfeldmikroskop, selten auch mittels Lichtmikroskop nach Giemsa-Färbung morphologisch identifiziert. Also selten, das lassen wir jetzt mal weg. Natürlich kann man auch immer anfärben und dann mit dem Lichtmikroskop, dann sieht man ja was, wenn man sie angefärbt hat. Aber sie werden routinemäßig mit dem Dunkelfeldmikroskop in der Forschung betrachtet und da kommen wir gleich noch weiter zu. Problematisch hierbei sind die schwierige Anzucht und die Anfälligkeit der Spirocheten für Störfaktoren wie Verunreinigungen des Nährmediums sowie die lange Bebrütungsdauer bis zur Nachweisbarkeit von Borrelia burgdorferi. Also wie gesagt, bin ja schon drauf eingegangen. Wie gesagt, Bela Bosic, einklicken und mal gucken, ob man das nicht noch ein bisschen schneller hinkriegen würde. Daher kann sich diese Methode viel mehr in der Forschung als in der Routinediagnostik durchgesetzt. Habt ihr das verstanden? Das bedeutet, okay, für Doktorarbeiten ist es ganz gut, aber in der Routinediagnostik, ach, lass mal stecken, das ist viel zu lang und aufwendig. Es muss ja schnell gehen, der Rubel soll rollen. Ich lese weiter vor. Die Widersprüchlichkeit der bisherigen Erkenntnisse zeigt, dass bis heute noch kein therapeutischer Königsweg der Lyme-Borreliose gefunden werden konnte. Ach nee. Richtig. Also, das ist übrigens, aber ich finde, der Satz ist irgendwie so schön, ne? Kein therapeutischer Königsweg. Okay, also wir wissen überhaupt nicht, wie wir sie behandeln sollen. Man hat Ansätze, natürlich, man hat Ansätze. Aber das ist ja dann auch wieder diese lustige Diskussion. Manche sagen, eine Borreliose ist heilbar. Heilbar heißt ja eine Zerstörung der Borrelien. Und andere sagen, ja, die kriegst du ja sowieso nicht wieder aus deinem Körper heraus. Und ganz ehrlich, ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Dies mag auch darauf zurückzuführen sein, dass die Ergebnisse in vitro, also im Labor, teilweise deutlich von den Resultaten der Tierversuche und klinischen Studien abweichen. Genau, darauf kommen wir auch noch. So erweist sich Azithromycin als langlebig und sehr gut gewebegängig, kann jedoch so gut wie überhaupt nicht in den Liquor eindringen und ist somit für die Therapie einer Neuroborreliose nicht zu empfehlen. Auch Schutzmechanismen der Borrelien gegenüber Umwelteinflüssen, wie die Bildung von Zystenformen sowie die hohe Mutationsrate von Borrelia burgdorferi erschweren eine erfolgreiche antimikrobielle Therapie. Okay, also wer den Film Der Zeckenkrieg gesehen hat, bekommt eigentlich eine ganz andere Antwort. Nämlich, da sagt man, Borreliose ist ja selten, das kommt jetzt hier nicht vor, und ist leicht zu behandeln. Und hier steht auch Schutzmechanismen der Borrelien gegenüber von Umwelteinflüssen. Umwelteinflüsse sind auch, wenn ich Antibiotika gebe. Wie die Bildung von Zystenformen sowie eine hohe Mutationsrate von Borrelia burgdorferi erschweren eine erfolgreiche antimikrobielle Therapie. Okay, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen vielleicht aggressiv, aber manchmal nervt es mich auch ein bisschen. Also eine Mutationsrate bedeutet,
dass sich die Gene ändern. Und wenn sich die Gene ändern, kann ich zum Beispiel eine andere Schutzhülle aufbauen. Ich kann bessere Enzyme basteln, die die Antibiotika wieder abbauen. Ich kann eine Schutzhülle bauen, dass die gar nicht erst reinkommen, die Antibiotika und. Ich kann sie vielleicht sogar essen und habe noch einen Gewinn davon. Also grundsätzlich sind hohe Mutationsraten nichts Gutes. Weil dann hast du es eben noch mit einem Schäferhund zu tun gehabt und danach ist es ein Werwolf. So, Entschuldigung, ich werde jetzt wieder ein bisschen ruhiger und lieber. Also, diese experimentelle Studie soll nun dazu beitragen, zu klären, ob es zwischen den drei klinisch besonders wichtigen Subspezies Borrelia afzelii, Borrelia garinii und Borrelia burgdorferi sensu stricto signifikante Sensibilitätsunterschiede auf die vier häufig verwendeten antimikrobiellen Substanzen Azithromycin, Amoxicillin, Ceftriaxon und Doxycyclin gibt. Und ich finde, das ist übrigens mal eine sehr, sehr sinnvolle Frage gewesen. Also auch wenn die Doktorarbeit von 2006 ist, das erwarte ich eigentlich für noch mehr Subspezien, weil wir haben noch eine ganze Reihe, die wir auch noch testen könnten. Und wir haben auch noch Minocyclin und wir haben noch wie viel Antibiotika eigentlich, die wir alle noch, Ceftriaxon hatten wir jetzt und dann Cefotaxim meinetwegen oder so. Also wir könnten noch ein paar Antibiotika mal mehr testen. So, also daher, liebe Doktoranden, naja gut, ihr dürft das ja auch wahrscheinlich gar nicht entscheiden, aber das wären jedenfalls mal sinnvolle Doktorarbeiten. Die heutige Standardmethode für den Direktnachweis von Borrelia burgdorferi ist die Dunkelfeldmikroskopie. Übrigens, den Satz habe ich jetzt nicht selber geschrieben, der stand da so in der Doktorarbeit. Und Quellenangaben gibt es da drunter, ne? Also nochmal, die heutige Standardmethode für den Direktnachweis von Borrelia burgdorferi ist die Dunkelfeldmikroskopie. Mich rufen Leute an, wo sie von Ärzten aus der Praxis geschmissen werden, weil die Dunkelfeldmikroskopie völlig unseriös wäre, weil die Dunkelfeldmikroskopie, hat wirklich ein Arzt gesagt, Hexenwerk wäre. So, und in den normalen Wissenschaften ist das völlig normal, dass man es macht. Nur natürlich nicht beim Arzt, natürlich nicht für die Routinediagnostik. Ja, da geht es ja dann nicht mehr. Der Vorteil gegenüber der gewöhnlichen Auflichtmikroskopie liegt darin, dass keine Fixierung oder Färbung des zu untersuchenden Materials notwendig ist. Da Borrelien sehr empfindlich auf äußere Einflüsse reagieren, könnte das zu numerischen oder morphologischen Veränderungen führen. Okay, das bedeutet, wenn ich es also färbe und fixiere, habe ich Angst, dass die Borrelien ihre Gestalt ändern oder numerisch, dass wir einfach eine andere Menge haben, die dann kann das nicht mehr auszählen, dann kann das nicht mehr auszählen bei deiner Doktorarbeit. Okay. Ach ja. So ist die Welt. Naja, ich rede mal weiter. Sämtliche Testreihen wurden für 72 Stunden bei einer Temperatur von 33 Grad in einem Brutschrank inkubiert. 72 Stunden sind also 3 Tage. 3 Tage ist ja wirklich nicht so lang. Naja, okay. Anschließend wurden aus jedem einzelnen Teströhrchen 5 Mikroliter Medium auf einen Objektträger pipettiert und im Dunkelfeldmikroskop betrachtet. Entschuldigung, dass ich da immer drauf rumreite, aber sie wurden in einem Dunkelfeldmikroskop betrachtet. Vergleicht man die 4 Antibiotika gemessen an ihrem durchschnittlichen Effekt auf Borrelia burgdorferi im Labor untereinander, so kann man folgende Reihung von gut wirksam nach schlecht wirksam vornehmen. Also wie gesagt, ich habe immer so ein paar Ausschnitte aus dieser Doktorarbeit gewählt und jetzt sind wir mittlerweile schon bei der Auswertung. Und zwar war am wirksamsten das Azithromycin, gefolgt von Ceftriaxon, dann Amoxicillin und viertens das Doxycyclin. Dies bezieht sich selbstverständlich nur auf die Wirksamkeit im Labor. Auch wichtig. Nur nicht, dass ihr jetzt gleich alle durchdreht und alle schreit, ihr wollt Azithromycin. Nein, das ist nur im Labor so gewesen. Ganz ruhig. Aber nochmal.
das Azithromycin besser als das Ceftriaxon. Dann kommt das Amoxicillin. Und das Doxycycline, das ja eigentlich das Mittel der Wahl hier immer ist, das ist auf Platz 4 gewesen. Erstens das Azithromycin also. Scheint besonders effektiv gegen Borrelia garinii zu sein. Während die Werte für Borrelia afzelii und Borrelia burgdorferi im engsten Sinne höher liegen. Letztere weisen eine auffällig große Streubreite auf. Ähnliches wurde bereits von Hunfeld beschrieben. Okay, das ist auch total interessant, weil das Azithromycin ist nicht unbedingt bei Borrelia garinii. Also, oder ich erkläre es mal andersrum. Borrelia garinii steht ja für die Neuroborreliose. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber nur schon mal vorweg. Steht für die Neuroborreliose. Bei Neuroborreliose gibt man Ceftriaxon. Bei diesem Test jetzt im Labor, also wo man eine Bakterienkultur genommen hat, das waren natürlich wieder Laborstämme, wo man eine Bakterienkultur genommen hat, dann mit so und so viel Mikrolitern Azithromycin etc. genommen, kam das jetzt bei raus. Ja, aber es ist trotzdem interessant. Also eine Neuroborreliose wäre demnach, aber wirklich, wie gesagt, wir warten jetzt nochmal ein bisschen die Testergebnisse ab, demnach mit Azithromycin zu behandeln. Es wird noch verrückter. Bei Ceftriaxon gab es zwischen allen drei Genospezies Unterschiede von statistischer Signifikanz. Die niedrigsten Konzentrationen waren zur Abtötung von Borrelia afzelii nötig. Ja, ich sag's gleich noch was dazu. Gefolgt von Borrelia garinii und schließlich von Borrelia burgdorferi sensu stricto. Daraus folgt, dass Ceftriaxon am effektivsten gegen Borrelia afzelii wirkte. So, also. Borrelia afzelii, da sagt man zumindest, dass dieser Erreger Hauterscheinungen macht oder Hauterkrankungen. Grundsätzlich muss man sagen, dass eigentlich alle Erreger, die in Interaktion mit einem Insekt stehen, gerne sich in der Peripherie der Haut irgendwie wiederfinden. Also, was weiß ich, wenn ihr jetzt irgendwie euch in den Finger stecht oder ins Ohrläppchen oder wo auch immer hin, da werdet ihr eher solche Bakterien oder Protozoen oder was auch immer finden, die auf den nächsten Saugakt warten, also von einer Mücke, von einer Zecke, von was auch immer. Also die sind eher da. Und Borrelia afzelii macht das halt genauso und ist halt lieber in der Haut. Jetzt ist es aber ein Witz, das Ceftriaxon hat aber eine besonders gute Wirkung eigentlich ja fürs Gehirn. So, da kam jetzt aber bei raus, dass es also total gut bei afzelii wirkte im Labor. Und danach kam garinii und schließlich kam dann Borrelia burgdorferi. Also da wäre jetzt so, würde ich jetzt so von dem her sagen, okay, also dann würde man Borrelia burgdorferi sensu stricto, da sagt man ja eher so Gelenkentzündungen, dann eher wohl nicht und afzelii eher so vielleicht. Azithromycin ist ein Makrolid, also ein Makrolid-Antibiotikum, das bei In-vitro-Testungen, also im Labor, exzellente Ergebnisse erzielte, verfügt zwar über eine ausgezeichnete Gewebeaffinität und eine lange Halbwertszeit, erwies sich aber als so gut wie nicht liquorgängig und ist damals in der Therapie der Neuroborreliose unbrauchbar. Gut, jetzt kommt Medimikro mit ihrer Meinung dazu. Also. Ach ja, wie erkläre ich es denn? Also, es gibt ja Wirkverstärker auf dieser Welt und es wundert mich immer so ein bisschen, dass da in der Medizin auch keiner auf dieses Wort Wirkverstärker kommt. Das sollte man einfach mal in einer Doktorarbeit natürlich mal testen, ob man nicht das Azithromycin dann in ein Gehirn eines Neuroborreliose-Menschen reinbekommt. Wäre ja mal ein Versuch. Grundsätzlich also geht es nicht ins Gehirn und soll angeblich sehr lange im Körper sein, wobei diese Dosierungen oft ein bisschen schwach sind.
Während Doxycyclin im Vergleich zu den anderen drei Substanzen mit Abstand am unwirksamsten ist, das habe ich da mal so leider reingefügt. Leider ist aber gerade letztgenannte Substanz seit Jahren das am häufigsten eingesetzte Antibiotikum in der Therapie der Frühborreliose. Meist mit guten Therapieergebnissen. Das ist übrigens etwas, was auch total spannend ist. Die guten Therapieergebnisse bedeuten ja eine Verminderung oder sogar Auslöschung von Antikörpern. Ob eine Verminderung oder Reduktion von Antikörper ein Therapieerfolg ist, ist ja erstmal fraglich. Und ich bin ja nicht so ein Mensch, der so an einen Placebo-Effekt denkt, aber vielleicht gibt es auch Menschen, die glauben, wenn man ihnen sagt, hier, das Doxycyclin wirkt total gut, dann sagen sie vielleicht auch zu ihrem Arzt, ja, das hat mir geholfen. Ich sage ja auch nicht, dass, nein, das ist auch falsch. Also ich sage ja auch nicht, dass Doxycyclin nicht wirkt. Also viele Leute sagen ja, dass es ihnen hilft. Und ich weiß auch, ich habe damals ja auch Schüttelfrost und so ein Kram davon gekriegt. Ich würde ja auch nicht sagen, dass es nicht geholfen hätte irgendwie. Aber es ist, ich weiß es halt auch irgendwo nicht. Wenn man das Doxycyclin direkt zu den Erregern gibt und das dann schon nicht so richtig gut anschlägt, wirkt es dann wirklich im Körper? Passiert dann was anderes? Was weiß ich, wird da jetzt noch ein Atom drangehängt? Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und man muss das auch mal irgendwie ein bisschen kritisch mal sehen. Ich weiß es halt nicht. Oder werden die anderen so stark, sind die anderen dann so stark schlecht, dass das Doxycyclin dann schon wieder brilliert? Ich verstehe es nicht. Übrigens, Doxycyclin wirkt nicht intrazellulär. Also geht nicht rein in die Zelle. Wäre meiner Meinung nach deshalb auch schon nicht ganz so exakt gut geeignet. Aber wir haben ja auch noch Wirkverstärker. Aber die nimmt ja irgendwie keiner. Ja, okay. Also um nochmal jetzt ein vernünftiges Schlusswort dafür zu bekommen. Wir haben jetzt also Azithromycin, das eigentlich irgendwie laut Ergebnis total toll für Neuroborreliose wäre, also für Borrelia garinii wäre. Ja, kommt aber nicht dahin, wo garinii ist. Garinii ist ja auch ein Sonderfall. Es gibt ja immer dieses Reservoirtier bei Borrelien. Und das Reservoirtier ist ja meistens die Maus, die Haselmaus, meinetwegen der Gartenschläfer. Und bei garinii sind es aber die Vögel. Also die Vögel beherbergen die Borrelien. Man sieht ja auch mächtig viele Vögel oft so mit Zecken an den Augen, um den Schnabel herum. Müsst ihr mal drauf achten, so Amseln. Amseln sind so das typische Borrelia garinii-Tier. Aber jetzt bitte nicht gegen Amseln haben. Menschen neigen immer dazu, dann gleich zu sagen, oh, dann mögen wir jetzt keine Amseln mehr. Nein, 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 so meinte ich das nicht. Ne? Also nein, nein. Das ist jetzt nur, man muss das jetzt mal theoretisch durchspielen. Man muss nicht immer gleich zu Handlungen. Das muss jetzt nicht zu Handlungen führen. Man muss das erstmal das ganze Bild betrachten und sich für sich dann einen Lösungsweg finden. Aber Tiere abschlachten, Menschen abschlachten ist immer nicht so eine wirklich gute Idee. Okay. Also das Azithromycin, da bräuchten wir ja vielleicht mal einen Wirkverstärker. So, dann als nächstes war ja dann das Ceftriaxon. Das Ceftriaxon, da hängen ja dann die Patienten am Tropf und so. Da gibt man meistens, ich habe in dieser Doktorarbeit steht schon wieder was von 2 Gramm. Ich kenne das eigentlich so morgens und abends 2 Gramm. Und langsam infundieren, damit nicht die Galle verstopft, wegen dieser ganzen Calciumpräzipitate. Und ich muss jetzt mal ein bisschen klingen. Entschuldigung, ich glaube, ihr hört das. Okay, also das Ceftriaxon soll ja eigentlich bei Neuroborreliose wirken. Und da hängen halt also die Patienten am Tropf und hoffen natürlich ganz toll, dass das jetzt wirkt. Ist natürlich jetzt doof, dass es eigentlich eher was für die Haut wäre. Auch, das ist jetzt nur ein Gedankenspiel. Aber vielleicht müsste man dann wohl eher dem Patienten vielleicht die Haut einreiben mit etwas, was das in die Haut hineinbringt. Ist aber, das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt auch nur ein Gedankenspiel. Dann kommt das Amoxicillin. Das Amoxicillin wäre vielleicht,
Das ist auch, ach so, doch, da fällt mir noch was anderes ein. Das Amoxicillin wird ja auch in Holland gegen Leimborreliose gegeben. Ich höre aber nicht so häufig, dass das jetzt hier in Deutschland passiert. Und wie gesagt, es gibt ja auch noch ganz viele andere Antibiotika, die vielleicht viel besser sind, aber so vielleicht gegen Gelenks. Wie gesagt, und wir wissen ja alle so wenig. Und das möchte ich jetzt auch noch mal ganz gerne sagen. Umso mehr ich über Borreliose weiß, umso weniger weiß ich. Und die sagen, sie haben ganz viel Ahnung von Borreliose, die haben am allerwenigsten Ahnung von Borreliose. So sieht es nämlich aus. So, ich muss jetzt einen Abschlusssatz finden. Auch hier gibt es im Grunde genommen jetzt keine Therapieempfehlung, dürfte ich auch gar nicht machen. Also mache ich natürlich keine Therapieempfehlung. Aber ihr braucht, wenn ihr die Borreliose irgendwie in den Griff bekommen wollt, ein funktionierendes Immunsystem. Und das klingt jetzt immer so, das sagt ja irgendwie jeder und das sagt auch Actimel, aktiviert Abwehrkräfte. Nein, so meine ich das nicht. Okay, also ein bisschen besser definiert. Ihr braucht Fresszellen in euren Organismen, in eurem Blut, die euch genau diese Viecher wegfuttern. Und zwar immer dann, wenn die auftreten. So, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und das kann man wirklich tatsächlich gut mit einem Mikroskop überprüfen. Und ihr solltet keine Lebensmittel zu euch nehmen, wo viele Pflanzenschutzmittel drin sind. Ich kann das nicht anders sagen. Ich glaube nicht, dass man so sein Immunsystem verbessert, wenn man Pflanzenschutzmittel zu sich nimmt. So. Ach herrje, es ist halt so ein schwieriges Thema. Und dann ist es halt so, ihr müsst was finden, was euch ein wenig entgiftet. Und ihr müsst was finden, was eure Erreger in Schach hält, wenigstens. Und ihr müsst was finden, was dafür sorgt, dass eure Erreger aufhören, sich zu teilen. Und wenn ihr das schon mal geschafft habt oder wenn ihr das geschafft hättet, dann kann man sagen, okay, der Mensch ist auf einem guten Weg. Und dieses Unterbinden alleine schon der Teilung, ich möchte jetzt nicht zu viel heute sagen noch, aber dieses Unterbinden der Teilung, das muss wahrscheinlich schon über Monate, vielleicht sogar Jahre stattfinden. Also mindestens ein Jahr lang. Und mindestens ein Jahr lang müsste der Körper antimikrobielle Substanzen zugefügt bekommen. Und keine Ahnung, das können wahrscheinlich Sachen aus der Biochemie sein, das können wahrscheinlich Sachen aus der Phytochemie, das können wahrscheinlich Sachen auch aus Pilzen, aus was auch immer sein. Aber der Körper muss dann irgendwann auch mal geschützt werden vor noch mehr Teilung. Das ist zumindest der erste Schritt. Und wenn dann auch noch das Immunsystem versteht, ah, der gehört ja gar nicht zu uns, der kleine Borrelierich, dann könnte man das vielleicht auf einen ganz guten Weg bringen. Ja, okay. Also, ich wünsche euch eine ganz schöne Nacht. Also hier ist gerade Nacht, vielleicht habt ihr auch gleich einen ganz schönen Tag. Und das wünsche ich euch natürlich von Herzen. Passt euch auf euch auf. Ich glaube, ihr geht ein bisschen unbefriedigt heute aus diesem Video. Tut mir leid, aber es sind immer nur Bruchstücke, die ich euch präsentieren kann. Und ich versuche, ein bisschen Licht ins Dunkelfeld zu bekommen. In diesem Sinne, macht es gut, passt auf euch auf. Tschüss.